Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders of Icarus hier bei Explorer LP. Wir sind fleißig am Questen und der Verlorene, da sind wir jetzt. Und wir sollen killen, killen, killen. Haben wir in der letzten Folge schon gemacht, war ziemlich ätzend. Oh, wir sind maximale Höhe. Böse. Schriftrolle für Haustiere. Ja, da haben wir schon massig von. Ach, da ist noch einer. Da ist noch einer. Aber den müssen wir nicht. Brauchen wir den? Den brauchen wir. Wo läuft hier hin? Ist ein bisschen runter. So, wir brauchen noch die Trolle und wir müssen nochmal von den Flugfischern erledigen. Lass mal eben gucken hier. Wir haben uns ja letzten Folge den Wifern geholt. Welche Höhe schafft er denn? Er ist auch maximale Höhe. Uncool. Können wir dich aus der Luft erledigen hier? Dich brauchen wir ja noch. Schießt du auch? Das Ziel kehrt zu seiner Ausgangsposition zurück. Okay, dann anscheinend nicht. Von denen müssen wir 7 Stück haben. Alter Vater. Okay. Ping, Mr. Ping. Wir müssen. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Flugfische. This one da. So, sind wir schon vorbeigeflogen? Wo ist er? Okay, Hammer. The next one. Sehr schön. Einen noch. Du bist das Objekt meiner Begierde. Also er dann, jetzt nicht du da draußen. Nicht, dass du das falsch verstehst oder so. Zielvorgaben erfüllt. Ja, genau. Explorer gleich tot. So. Das haben wir, das haben wir. Jetzt brauchen wir noch die Trolle. Ich glaube, wir müssen aber erstmal ein bisschen da ist ein Troll. Kobold, Entschuldigung.
So. Alter. Fall um. Genau, Mist. Was haben wir jetzt gekriegt? Was war denn das? Starkes Geisterrelikt. Kobolde, Kobolde, Kobolde. Da ist einer. Komm schnell, bevor der Rest hier auch respawnt. Zwei Kobolde noch, da ist noch einer. So. Haben wir noch irgendwo einen hier? Der nicht heißt, wo er hin muss, der alleine ist, der Freunde sucht. Anscheinend nicht. Wie sieht's denn hier aus mit Fliegen? Ein Kobold bitte. Ein Kobold, sehr verehrte Damen und Herren, wir suchen einen Kobold. Ein Kobold bitte, Kasse 1. Bling. Da oben. Ich sehe dich, Kollege. Ich sehe dich. Sehr schön. Auch fertig. So, was sollen wir jetzt noch machen? Finde das Herz des alten Feuerdrachen. Ja, das haben wir in der letzten Folge schon gesehen, dass diese grüne Kugel. Ob wir da jetzt hochfliegen können, ist eine andere Frage. Kling, kling. Oh Gott, das werden wir nie schaffen hier. Ach so. Okay, wir werden es doch schaffen. Jetzt aber ab durch die Mitte. Gib Gas. Dann gehen wir erstmal die Hauptquest ab. Was fliegt hier? Fliegt hier überhaupt was? Und jetzt nur die Kugeln. Okay. Na tja. Schön, euch kennenzulernen. Ja, ich war schon mal hier. Ich glaube, die Frau ist dement. Level up. Stufe 36 erreicht. Das war's? Okay. We need more data. Und die Hauptquest. Ach, der hat auch noch. Ja, okay.
guter Stärketrank, ja. Die Wiederbelebung der alten Geister durch die gefallene Legion könnte mit Nachtmar-Varane in Zusammenhang stehen. Die Legion will unbedingt schlafende Drachen in ihren Reihen haben. Varane wäre eine ernste Bedrohung. Wir sollten ihn töten, bevor sie ihn für ihre Zwecke nutzen. Varane erwacht nach einer bestimmten Zeit, um Seelen zu fressen und umkreist die Inseln in 750 Meter Höhe. Aufgrund seiner Größe werdet ihr ihn nicht übersehen können. Die Frage ist, könnt ihr ihn besiegen? Ne, können wir nicht. Wie sollen wir auf 750 Meter Höhe kommen? Kannst du mir das verraten? Schutz des Herzens. Besiege Schwarzschwingenbeschützer. Den gesammelten Informationen zufolge versuchen die gefallene Legion, die alten Drachen aus ihrem Schlaf zu erwecken. Die schwarzen Drachenritter bewachen abgünstig die Herzen der Winddrachen, Feuerdrachen und Dunkeldrachen, bis ihre Meister in der Legion wieder kampffähig sind. Wenn nur einer dieser Drachen erwacht, wird Chaos über alle im Riss einbrechen. Ja? Wie soll man jetzt auf 750 Meter Höhe kommen? Zelnaris und Keshar. Habt ihr Keshar gesehen? Ja. Die hier in den Lüften umherstreifen. Die Kraft von Zelnaris hat ihre alten Knochen mit neuem Leben erfüllt und sie werden jeden Tag stärker. Egal wie viele wir töten, es tauchen immer neue auf, aber wir dürfen nicht aufgeben. Zerstört die Energiepunkte in etwa 550 Meter Höhe und sammelt die gefrorenen Knochen der getöteten Keshar, sodass sie sich wieder erneuern können. Sie streifen in 720 Meter Höhe umher. Ja, da ist ein Problem. Ach, das noch. Oh, crashed. Die Aschenwürmer in dieser Region sind eine wichtige Proteinquelle und geschmackvoller, als sie aussehen. Von unten an. Besiege Schwarzschwingen, Schwertkämpfer. Ja, und nun? 700 Meter Schluss. Wir müssen auf 750 hoch. Hatten wir da nicht einen Trank? Gefährten? Inventar? Wir hatten nochmal irgendwas mit, dass du für eine gewisse Zeit ein paar Meter höher fliegen kannst. Gesundheit, Stärke, Stärke. Guter Trank der Gefährtenerfahrung. Bändigungspunkte, Wachstumstrank. Militärtestein, Rune, Flammenwind, dann das Kaleda. Ich meine, wir hätten sowas gehabt. Bin mir aber nicht sicher. Weit hier Ausdauer. Energietrank. Jonas Höhentrank. Gefährtenhöhe steigt für 10 Minuten um 60. Ja. 662. Besiegeschwall machen wir höher, 548. Dann müssen wir also runter. Dann machen wir erstmal das. Oder steigt die Höhe bei dem maximal? Jeder Gefährt hat seine eigene maximale Höhe. Fliegst du hoch, wird er weggeschickt. So in der Höhe, ne? Etwa hier. Also ich denke mal da oben auf der Plattform, oder?
Obwohl, wenn die hier oben fliegen können, dann müssten die doch eine größere Reichweite haben, oder? Und sie sind Aschenwürmen. Das ist jetzt nicht den, den wir haben, ne? Aschenwürmen. Okay. Sollen wir es mal probieren? Holen wir uns davon ein und dann schauen wir mal, ob der eine höhere Flugreichweite hat. Dafür müssten wir aber leider. Bleib schön da unten. 35. Weißt du was? Ciao. Sehr, sehr. Oder warte, machen wir noch was anderes. Wir können ja. Obwohl das ein heroischer. Nee, den. Nein, gut, dass wir den nicht. Feuerdrachenschlüpfling, Kruger, Chakai, Scar. Ciao. Nicht? Chakai. Kruger, Franzi, was willst du von mir, Spiel? Charlie, Kruger. Ciao. Gut, dann schauen wir mal, ob der mehr eine höhere Flugreichweite hat. Hier, der Kollege. Das reicht. Ja, sieht gut aus. Auch 700 Meter. Ist doch Schitte. Dann machen wir erstmal die Quest hier. Den sollen wir von Latz hauen. Wir haben ja gar nichts drauf. Welche Attribute hat denn der Kollege hier? Passiv widersteht. Physische Angriffskraft ist um 5% gestiegen. Gestürztes Tor, das macht wieder Schaden auf uns. Wieso machen wir so wenig Schaden an dem? Komm, ab. Ja, warte, ich komm. Siehst du, hier bin ich. Guck. So, dann brauchen wir aber noch ein paar. Ist eigentlich auch so klein? Naja, geht, ja, doch. Da ist noch einer. Alter, wer bist du? Alter, Tiefe, bändige nicht möglich. Nice. Ja, schieß doch. Der ist ja mein erster Kollege. Wo ist er hin?
wir die nicht mehr? Müssen wir hier durch? Was soll man denn noch machen? Besiege Schwarzschwingen Beschützer. War das jetzt gerade ein anderer? Gibt es hier verschiedene? So, die Questen haben wir natürlich noch fertig. Dunkelfledermaus. Da, da. Okay. Guck mal hier. Einen noch. Der so. Hallo? Bleib mal hier. Fertig. So, dann können wir jetzt. Was haben wir? Was denn noch? Siegeschwarz 548. Siegeschwarz. Hä? Runter? Verstehe ich nicht. Ist hier unten noch was? Alte Frostknochen. Okay, die Beschützer sind auch hier drüben. Also nicht nur hier, sondern auch hier. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und dann machen wir die Quest in der nächsten Folge von Raiders of Icarus. Es hat mich gefreut, dass du eingeschaltet hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.